Wir freuen uns heute Abend auf den Besuch von Erik Schmidt, auf Alexander Leipold und auf den Besuch von Fabian Gerber. Und wenn Sie sich fragen, warum haben wir diese Herren heute eingeladen? Erik Schmidt natürlich gerade mit der deutschen Handballnationalmannschaft Europameister geworden in Polen. Herzlichen Glückwunsch schon mal. Danke. Alexander Leipold, ja, einer der erfolgreichsten deutschen Ringer der letzten Jahre. Viel erlebt in seiner Karriere, viele Höhen, auch Tiefen. Eine aberkannte Goldmedaille bei den Olympischen Spielen, ein Schlaganfall mit 34. Darüber sprechen wir gleich ganz ausführlich. Jetzt gibt es ein Buch und darüber sprechen wir gleich. Herzlich willkommen auch. Und wie viel haben Sie mit Fastnacht am Hut und Verkleiden und so weiter? Allem, was dazugehört? Ach, mache ich eigentlich ganz gerne. Aber im Moment mit Krücken ist so beim Faschingszug mitlaufen nicht so ideal. Es gab eine OP, eine Knie-OP. Auch darüber reden wir gleich noch. Eine Knorpel-OP. Wer hat Handball geguckt? So, die letzten, ja? Natürlich. Also. Ja? Alles verfolgt? Alles verfolgt. Dann treue Fans. Okay. Dann bei Ihnen, Alexander, so jetzt als Privatmann in quasi einem normalen Job, spielt das noch eine Rolle irgendwie, der Erfolg als Weltmeister, als 21-facher deutscher Meister, Europameister? Ja, das hält sich sehr in Grenzen. Also klar, in der Gegend von Aschaffenburg, da kennen mich schon einige. Nach dem Let's Dance haben mich jetzt auch wieder immer mehr erkannt. Mhm. Aber bin da ganz zufrieden, wie es ist. Okay. Viermal Olympische Spiele, oder, Alexander Leipold? Ja, viermal als Sportler, einmal als Trainer noch. Mhm. Ist schon ein tolles Gefühl. Also da freue ich mich, dass es geklappt hat bei euch. Hab ja als Bundestrainer 2012 auch schon mit der Handballmannschaft gefiebert. Da hat es leider nicht geklappt. Und ihr habt das absolut verdient und es wird ein tolles Ereignis. Was ist denn für Sie so das Schönste gewesen an Olympischen Spielen? Also man hat ja quasi auch diese ganzen Nationen im olympischen Dorf. Was ist so das Schönste als Athlet? Genau, also dass man die ganzen Nationen hat, die hat man auch teilweise ja bei der Weltmeisterschaft, aber halt auch alle anderen Sportarten. Mhm. Also man hat ein riesen olympisches Dorf und dieses Flair, dass alle Sportler da zusammen sind und sich gegenseitig anfeuern und auch so die deutsche Mannschaft ist ja in einem Haus. Also das ist ein ganz besonderes Feeling, dass man da sagt, wir sind eine große Mannschaft. Ja, da sind 350 bis 400 deutsche Athleten da, die um Gold kämpfen und ihr Bestes geben. Das ist einfach toll. Mhm. Sie waren auch mal Bundestrainer bis 2012, ja. Haben dann 2012 gesagt, nö, jetzt nicht mehr. Wurde das dann einfach zu viel und sagt man irgendwann auch, man möchte sich mal zurückziehen? Oder was war dann Ihr Motiv damals zu sagen, naja, das Trainerdasein ist jetzt nicht mehr so meins? Na gut, es war eine wunderschöne Zeit und bei uns im Ring ist es halt so, dass der Bundestrainer auch nicht viel mehr verdient als ein Industriekaufmann. Mhm. Und da sitzt man ja auch immer so ein bisschen auf dem Schleuderstuhl zum einen. Und zum anderen war es halt so, dass wir über 110 Tage weg von zu Hause waren und bei meinem kleinen Sohn, da dann immer, haben sie in der Schule immer gesagt, oder beziehungsweise im Kindergarten, wenn der Papa weg ist, ist er immer ein bisschen komisch. Und dann habe ich mir gedacht, naja, eigentlich möchte ich ja die Zeit mit meinem Kind verbringen. Mhm. Auch wenn man jetzt jeden Tag arbeiten ist, ist man zumindest mal jeden Morgen, jeden Abend da. Und das macht mir unheimlich Spaß. Und von daher war es der richtige Schritt, zurückzutreten. Mhm. Alexander, Sie haben jahrelang für Schifferstadt ja gekämpft, in der Pfalz auch trainiert. Ja. Geht man dann auch mal zum 1. FC Kaiserslautern ins Stadion? Also als ich in Schifferstadt war, waren wir öfters mal da und haben uns angeguckt. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war immer eine tolle Stimmung. Mhm. Ja, im Moment nicht, ist mir einfach zu weit. Okay. Stichwort Traditionsverein im Ringen. Da gab es auch ein bisschen Diskussion in den letzten Tagen, weil viele Traditionsvereine oder einige Traditionsvereine gesagt haben, wir können uns das nicht mehr leisten. Jetzt sind es nur noch 8 Vereine in der Bundesliga. Luckenwalde zum Beispiel hat sich auch noch zurückgezogen. Wie schätzen Sie das ein? Ja gut, man wollte mit 10 Mannschaften starten. Da hat Mempus Königshofen, die lange Jahre in der Bundesliga waren, Luckenwalde über 20 Jahre in der Bundesliga waren, zurückgezogen. Das ist sehr traurig und ja, jetzt müssen wir einfach hoffen, dass die 8 Mannschaften gute Leistung bringen, ein schönes Finale zeigen. Ich meine, die Mainzer hier haben ja auch tollen Sport gezeigt, waren wieder im Halbfinale, haben ein gutes Trainerteam, Betreuerteam, eine gute Mannschaft und da drücke ich jetzt einfach mal hier aus der Region im Mainzer die Daumen. Und vielleicht können Sie ja den Top-Favoriten wie Nenningen oder Isbringen oder Weingarten mal ein Bein stellen.
Wir haben vorhin schon so ein bisschen gehört, viermal bei den Olympischen Spielen dabei gewesen. Wir wollen jetzt ein bisschen auf Ihre Karriere noch mal gucken. Es gab viele Höhen, auch viele Tiefen. Und Sie haben das Ganze jetzt aufgeschrieben in einem Buch. Stefan Keber berichtet über Alexander Leipold. Normalerweise gibt es ja eine B-Probe. Wie konnten die denn so eine verschwinden? Ja, die haben die Probe einfach vernichtet. Ja. Also ich war beantragt, dass sie aufgehoben wird. Normalerweise wird sie sowieso nicht vernichtet, wenn ein laufendes Verfahren ist. Und da wurde halt das einzige Beweismittel, mit dem ich hätte nachweisen können, dass ich nichts gemacht habe, wurde im Prinzip vernichtet. Wie geht man damit um in so einer Situation, wenn man so vom absoluten Helden, man hat diese Medaille umgehängt bekommen, hat den Kampf gewonnen, den Finalkampf, so dann zum Betrüger quasi wird? Wie sind Sie damit umgegangen? Ja gut, ich habe zum Glück 4 Tage feiern können und diesen Moment, wo ich zum Beispiel im Olympiastadion auf dem Rücken lag, hinter mir sang Kylie Minogue, ich habe ins Feuerwehr geguckt, das ist sowas, was ich im Herzen aufbewahre. Ich weiß, dass ich nie betrogen habe und die Steiner-Kommission hat mich ja auch rehabilitiert. Das schafft mir so 360 Tage im Jahr zu verdrängen. Das ist auch für mich okay, weil auch jeder im Umfeld dann auch sagt, du hast die Goldmedaille ehrlich gewonnen. Mhm. Da gibt es dann 5 Tage, wenn man jetzt sowas dann sieht, natürlich, dann könnte man eine Runde weinen. Aber im Buch steht ja so schön, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und ich glaube, wenn man diese Mentalität nicht hat, dann funktioniert das ganze Leben auch nicht. Ganz kurz noch, das haben Sie schon mehrfach auch erzählt, aber was sagen Sie den Leuten, die sagen, ja, aber da war doch eine Substanz, wie kommt die Substanz in den Urin? Muss man ja fragen, wir wissen es ja alle nicht, wir waren alle nicht dabei. Mittlerweile könnte ich sagen, lest das Buch und wenn ihr dann immer noch Fragen habt, fragt mich. Hier steht es übrigens, wir haben es ja auch stehen. Ja, genau. Erstens ist die Konzentration, die da war, nicht leistungssteigernd. Das ist für mich als Sportler jetzt erstmal ganz wichtig. Ich weiß auch nicht, ob es jetzt durch die Menge ab 50, 85, ob das jetzt mein Urin war, das hätten wir ja untersuchen lassen oder das war beantragt. Im Prinzip kann ich nur sagen, ich habe nichts gemacht und wer es mir nicht glaubt, den kann ich es eh nicht beweisen. Aber ich bin froh, dass es mir eigentlich zu 99% alle glauben, auch international, wenn ich irgendwie, selbst in Amerika, wo der Finalgegner herkommt, da werde ich als Olympiasieger begrüßt und das ist irgendwie schon ein schönes Gefühl. Wenn man dieses Buch liest, was erzählen Sie in diesem Buch? Also der Titel sagt ja eigentlich schon sehr viel. Ja, genau das. Ich mache manchmal auch Vorträge in Firmen. Da geht es einfach darum, wie geht man mit Druck um, wie geht man mit Rückschlägen um. Und da kann ich ja nun erzählen, ob es schon mal eine Kniegeschichte war oder nach den Olympischen Spielen oder vor allen Dingen nach den Schlaganfällen. Wenn man hinfällt, das ist okay, aber man muss einfach wieder aufstehen und kämpfen, weil sonst hat man schon verloren. Sonst wäre ich vielleicht jetzt noch im Rollstuhl. Also ich habe bei der Therapie oder bei der Reha im Medical Park zum Beispiel, da habe ich jeden Tag versucht, so viel wie möglich Therapien zu machen. Ich habe Gedichte auswendig gelernt. Ich habe dann eine Reittherapie bei meinem Physio Werner Grass danach gemacht, weil ich einfach nicht auf diesem Stand bleiben wollte mit, okay, ich kann wieder allein essen, ich kann wieder allein Zähne putzen, ich wollte mit meinen Kindern spielen, ich wollte danach wieder ringen. Und irgendwo ist dieses Kämpfen und nicht aufgeben, das hilft im Sport, das hilft im Leben. Und von daher hat mich das Thema, wer nicht kämpft, hat schon verloren, irgendwie so ein bisschen nach vorne geführt und auch wieder aufstehen lassen. Jetzt, das muss man sagen, Sie sitzen hier mit Krücken, das ist in Anführungsstrichen nur eine Knorpel-OP gewesen. Ja? Also nicht so dramatisch wahrscheinlich, oder? Genau, es ist im Prinzip Verschleiß. Die Kollegen haben gerade gesagt, es käme davon, weil ich immer ein Rückwärtssaldo gemacht habe. Aber ich kämpfe jeden Tag beim Physiotherapeuten 5 Stunden. Das heißt, 5 mal 5 Stunden die Woche, obwohl nur 2 mal 2 Stunden verschrieben sind, weil ich einfach wieder zurück in die Firma möchte, meine Arbeitskollegen unterstützen möchte. Dann habe ich daheim noch eine Motorschiene, dass das gut durchblutet wird, 6 mal 1 Stunde. Also man ist beschäftigt als Patient. Das, was Sie da beschreiben, das, was Sie auch gerade geschildert haben, wie Sie es angegangen sind, solche Situationen, auch mit dem Schlaganfall mit 34 Jahren, ist das eine Haltung, die man sich aneignen kann? Oder wo nehmen Sie die her? Wo haben Sie die hergenommen? Also ich glaube, es ist beides. Man muss es ein bisschen in sich haben, so dieses Gefühl, dass man einfach nicht aufgeben möchte, dass man immer das Beste erreichen will. Also ich habe schon Kämpfe verloren, wo ich mich sehr geärgert habe, weil ich das Gefühl hatte, es war nicht optimal. Und ich habe Kämpfe schon verloren, wo ich einfach gesagt habe, der andere war jetzt besser. Ich habe alles gegeben, mehr war nicht drin. Dann kann man auch verlieren. Also ich denke, dieses Siegen und Verlieren
wo keiner der Verlierer, der Gewinner ist, das ist eigentlich das Schönste. So. Und das ist beim Ringen halt, man macht Fair Play, der Kampf ist rum, er gibt sich die Hand und alles in Ordnung. Und ja, man muss es sich als Kind aneignen. Also ich habe ja am Anfang sehr oft verloren, habe dann immer viel geweint und habe mir gedacht, jetzt musst du einfach mehr trainieren, um nicht mehr so oft zu verlieren. Und das ist auch so ein bisschen beschrieben im Buch. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn man es aber ein paar Mal erlebt hat, dass man sich so zurückgekämpft hat, haben wir auch gesehen, Sie mussten neu sprechen lernen, dann weiß man ja, das geht. Also wenn Ihnen noch mal was passiert, wissen Sie ja eigentlich, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Also wie mit dem Knie, ich hatte schon eine schwere Knie-OP, aufgrund genetischer Knochenerweichung. Jetzt muss ich 8 Wochen auf Krücken laufen, hat mein Physio gesagt, das ist doch nichts, du hast ja schon 9 Monate auf Krücken verbracht. Mhm. Und so ist das ähnlich. Also wenn man schon einen Schlaganfall hatte und konnte nicht mehr reden und war halbseitig gelähmt, dann sind andere Wehwehchen halt nicht ganz so schlimm. Klar sind sie in dem Moment schlimm und man kann auch immer sagen, es geht immer schlimmer. Mhm. Aber man muss es einfach realisieren und sagen, im Moment ist es so und ich muss das Beste daraus machen. Und das versuche ich im Leben dann auch wirklich zu machen und weiterzugeben. Wir danken auf jeden Fall für den Besuch. Das Buch können Sie über die Homepage von Alex Leipold bestellen. Wir wünschen Ihnen einen schönen Restabend jetzt noch, sagen Danke in die Runde und freuen uns in der nächsten Woche wieder auf Sie. Bis dann, tschüss.